Die meisten Hefe- und Bakterienzellen sind kleiner als 10 Mikrometer. Um einzelne Zellen direkt beobachten zu können, wird ein Lichtmikroskop benötigt. Es gibt eine große Vielfalt an Mikroskoptypen. Die meisten basieren auf dem Prinzip des Durchlichtmikroskops. Die grundlegenden Regeln zum Gebrauch sind jedoch für alle Mikroskope, die aus Linsengruppen zusammengesetzt sind, gleich. Dem Lichtweg gefolgt ist das Mikroskop folgendermaßen aufgebaut: Lichtquelle, Kondensator, Objekttisch, Objektivrevolver mit verschiedenen Objektiven und Okulare. Die Lichtquelle ist eine einstellbare Halogenlampe. Die justierbare Leuchtfeldblende befindet sich unmittelbar darüber. Der Kondensator bündelt das Licht der Lichtquelle und dient dazu, das Objekt über das Gesichtsfeld hinweg gleichmäßig auszuleuchten. Neben dem Objektiv bestimmen Qualität und Justierung des Kondensators die Auflösung des Mikroskops. Dies ist der ausgebaute Kondensator. Ein einfacher Abbe-Kondensator besteht aus einer oder zwei Linsen und einer Kondensorblende, die sich unterhalb der Frontlinse befindet. Alternativ befindet sich hier eine Ringblende. Diese ist Teil der Phasenkontrasteinrichtung, welche genutzt wird, wenn lebende Organismen mikroskopiert werden. Hier zeigen wir, dass immer nur eine der Blenden verwendet werden kann, da sie sich sonst gegenseitig überdecken würden. Beide Blenden können den Bildkontrast auf unterschiedliche Arten verstärken. Der Objekttisch kann in XY-Richtung verschoben werden. Das Objekt auf einem Glasobjektträger wird auf dem Objekttisch eingespannt. Das Objektiv ist das Herz des Mikroskops. Hier fasst der Revolver vier Objektive mit unterschiedlichen Vergrößerungen von 4 bis 100-fach. Im Objektiv wird das erste Zwischenbild des Objekts erzeugt. Daher ist die Qualität des Objektivs besonders entscheidend für das Endbild. Schauen Sie sich zunächst die Beschriftungen der einzelnen Objektive näher an. Aufgeführt sind Objektivtyp, Vergrößerungsfaktor des Objektivs, numerische Apertur und ein farbiger Streifen, der die Vergrößerung kodiert. Das Okular vergrößert das primäre Bild noch einmal um den Faktor 10, jedoch erhöht diese Vergrößerung nicht mehr die Auflösung. Okulare können mit zusätzlichen Hilfsmitteln ausgestattet werden, wie zum Beispiel einem Maßstab, mit dem die Länge eines Objektes abgeschätzt werden kann.